Gerne stelle ich mich ja als vielseitig interessiert dar, das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Film, Musik, Architektur, Politik, Geopolitik, klassische Kultur, das alles gern. In Sachen Ballspiel bin ich aber im wahrsten Sinne ein desinformierter Analphabet. Und so erfuhr ich tatsächlich erst durch den Umstand der Beihilfe zum Aufstellen einer Satellitenempfangsanlage, um im Garten Fußball zu schauen, von der Tatsache der Europameisterschaft. Eine kurze Internetrecherche verriet mir dann noch dazu, die findet in Deutschland statt. Ich mich derartigen Fernsehabenden verweigern werde, habe ich genug Zeit, um schöne Dossiers zu machen für unsere kleine Audiodatei, auch schon mal ein bisschen für die Urlaubszeit. Heute habe ich aber einen Fußballkommentar von Michael Mayen. Hallo, hier ist Michael Mayen, ihr hört die kleine Audiodatei. Mayen ist nicht nur selbst beneidenswert sportlich, er hat auch alles Mögliche abonniert. Und so war es möglich, bei meinem Besuch im Hause Mayen mit meiner Freundin ein Spiel von Hansa Rostock, ihrer bevorzugten Mannschaft, zu erleben. Hansa Rostock hat sich nun in eine andere Liga herabgearbeitet. Geht das so weiter, werden wir bald zu den Sportplätzen der Umgebung fahren können. Aber Mayen hat einen Text verfasst. Spiel der Moralisten, veröffentlicht bei Manova, mit Ton versehen bei Apolut. Ich nuddel den jetzt nicht komplett ab, erzähle auch selbst ein bisschen was. Spiel der Moralisten. Der Fußball ist erst zu einer Fernsehshow geworden und dann zu einer Bühne, auf der jeder sehen kann, was gerade angesagt ist. Wenn ein Medienforscher über Sport schreibt, dann geht es zwangsläufig um Wirkungen. Was macht die Logik der Übertragungskanäle aus dem, was auf dem Platz passiert? Das Schwarz-Weiß-Fernsehen, das liegt durch diese Brille auf der Hand, hat einen anderen Fußball hervorgebracht als die bunte Welt der privaten TV-Sender. Heute wird das Spiel auf den Digitalplattformen entschieden. 1 und 0 statt 1 zu 0. Die Deutschen haben dreimal Haltung gezeigt und seitdem nichts mehr gewonnen. Das könnte sich bei der Heim-EM ändern. Ein Text zum Fußball-EM-Spezial. Ich erlaube mir mal zu fragen, ist die Stimme künstlich erzeugt oder bekifft? Egal, der Text von Michael Mayen. Ich gebe zu, ich liebe diesen Sport immer noch. Für große Spiele lasse ich alles stehen und liegen. Leipzig gegen Heidenheim oder gegen Werder. Meinetwegen auch Bayern gegen Real. Schon als Kind hatte ich die Europapokaltermine im Kopf und die Turniere sowieso. November 1977, Carl Zeiss Jena gegen Standard Lüttich, ein Mittwoch um 17 Uhr, erst lange Vorfreude, dann zwei Stunden Glück und irgendwann Enttäuschung. Das DDR-Fernsehen hörte mit den Übertragungen auf, wenn die eigenen Mannschaften ausschieden. Gegen Lüttich hat es für Jena noch gereicht, gegen Bastia dann aber nicht mehr. Für den kleinen Michael hieß das, wieder ein halbes Jahr warten, bis zum nächsten großen Spiel. Heute habe ich alle Abos, Sky, DAZN, Amazon Prime, Magenta TV, fast hätte ich sogar RTL Plus gebucht. Als RB ein Jahr in der Europa League war und die K.O.-Spiele nur dort zu sehen waren, noch einmal 5 Euro im Monat, das Geld war nicht der Punkt war, der Fußball fing an, mich zu nerven. Selbst die Bundesliga-Samstage sind nicht mehr das, was sie einst waren. Oft setze ich mich zwar immer noch um 14 Uhr in den Sessel und bleibe dort bis kurz vor 9, wenn die Interviews nach dem letzten Spiel vorbei sind, ertappe mich aber mehr und mehr dabei, am liebsten vorspulen zu wollen. Manchmal mache ich das sogar, Übertragung anhalten, eine Stunde raus und dann überspringen, was den Fußball zerstört. Sky sei stolz, heute klimaneutral zu übertragen, sagte Sebastian Hellmann kurz vor dem Anstoß zum letzten Pokalfinale. Ein Katalog mit 22 Kriterien, offenbar komplett erfüllt, das Catering vegetarisch, dazu die Anreise und so weiter. Ich weiß nicht, ob Lothar Matthäus, der wie immer neben Hellmann stand, mit dem Rad ins Stadion gekommen war. Sein Gesicht sagte dazu nichts. Aus dem Mund kam aber ein Satz zur EM. Die Journalisten, so Lothar sinngemäß, machen diesmal hoffentlich ihren Job. Fußball, das sei ja jüngst nicht immer so gewesen. Dieser Sport, das muss ich den Jüngeren erklären und den Nicht-Fans sowieso, dieser Sport war auch vor 10 Jahren schon etwas völlig anderes als das, was ich als Kind genossen habe. Das Kommerzfernsehen hat den Fußball umgekrempelt. Das Kommerzfernsehen hat aus dem Fußball den Stoff gemacht, aus dem Rekordquoten sind. Tempo, Spannung, schöne Menschen in Stadien, die wie riesige TV-Studios aussehen und selbst dann strahlende Gesichter garantieren, wenn das eigene Team verliert. Der Fußball hat sich in den späten 1900ern an das Kommerzfernsehen verkauft und sich dafür neu erfunden. 11 gegen 11, okay, das ist geblieben, fast jedenfalls.
Früher, bevor ich geboren wurde, hatte man einfach Pech, wenn sich jemand das Bein brach. Inzwischen dürfen die Trainer 5 Spieler tauschen. Das heißt, mehr Geschichten, mehr Schnitte, mehr Drama. Ist der Stürmer sauer? Schaut er den Coach an? Warum hockt der Superstar immer noch auf der Bank? Also, auch 11 gegen 11 ist nur noch eine Illusion. Das Spiel dauert 90 Minuten? Nun ja, mal sehen, was gleich auf der Tafel steht. Die Wahrheit liegt auf dem Platz? Wohl kaum, sagt der Videoschiedsrichter. Fußball ist, wenn man in der Halbzeit für ein Würstchen Schlange stehen muss? Siehe oben. Fußball war einmal auch das Spiel, bei dem 22 Männer 90 Minuten lang einem Ball nachjagen und am Ende gewinnen immer die Deutschen, so Gary Lineker. Heute gewinnt der, der die beste Geschichte erzählen kann. Xabi Alonso, ein Weltstar, noch halbwegs jung, schlank und hübsch, verirrt sich als Trainer in die deutsche Provinz, nach Leverkusen zum Vorletzten und lässt sich weder von den reichen Bayern locken, noch vom wundervollen Liverpool, als seine Truppe plötzlich von Sieg zu Sieg eilt. Das war viel besser als das, was die Konkurrenz aus München zu erzählen hatte, wo der erste Trainer, sogar etwas jünger, aber nicht ganz so schlank, nicht ganz so hübsch, seinen Spielern die Bildreporterin wegnahm, sich auch sonst selbst für die größte aller Geschichten hielt und dann einen Nachfolger bekam, der permanent mit dem Kader haderte und damit, dass er nicht mehr in England ist. Diese Story hat am Ende nicht einmal für Platz 2 gereicht, weil in Stuttgart ein Hoeneß auf der Bank sitzt, Neffe des großen Uli, Sohn des nicht ganz so großen Dieter, jemand aus der Bayern-Dynastie also, ein deutscher Xabi Alonso, der zwar nicht das Flair der weiten Welt ins Schwabenland brachte, aber immerhin ein Basecap. Sorry für diesen Absatz, vermutlich war das nur für Junkies wie mich zu entschlüsseln. Die deutsche Fußballmeisterschaft in Rätseln, die so auch nicht mehr ganz stimmen. Die WM 2022 in Katar war ein Geschichtenfestival, das schon, darüber habe ich auf diesem Portal berichtet. Die Deutschen haben gewonnen, obwohl sie nach der Vorrunde nach Hause gefahren sind. Die Deutschen hatten die Moral auf ihrer Seite und fast sogar die Graugänse. Wenn auch das ein Rätsel sein sollte oder schon vergessen ist, eine Regenbogenbinde, die am Ende nur am Arm einer Frau zu sehen war, die in meinem Lieblingspodcast Fancy Naser heißt, dazu ein Flugzeug mit dem Slogan Diversity Wins und den entsprechenden Bildern am Rumpf sowie ein Mannschaftsfoto, das um die Welt ging. In einer Amazon-Doku kann man sehen, wie all das die Truppe lähmte und was Hansi Flick, der Trainer, dagegen setzte. Dass er die Spieler dabei mit einem Schwarm aus dem Tierreich verglich, hat seine Karriere fast zum Absturz gebracht. Jenseits solcher Stammtischdebatten, nachdem das Fernsehen den Fußball gekapert hatte und aus ihm ein Hochglanzprodukt werden ließ, hat er sich jetzt der Politik unterworfen und Narrativen, die die Logik der Digitalplattformen bedienen. 1 und 0. Dafür oder dagegen und nichts dazwischen. Manuel Neuer in den Farben unserer Wahl oder gar nicht. Diversity wins. Wenn wir das nicht sagen dürfen, halten wir uns einfach den Mund zu, verlieren gegen Japan und spielen nicht mehr mit. Edge. Auf dem Feld der Haltungsnoten kann uns sowieso niemand schlagen. Damit das nachvollziehbar wird, wiederhole ich, was ich bereits vor 1,5 Jahren über meine Medialisierungstheorie geschrieben habe. Diese Theorie sagt, Medien wirken über einen Umweg. Schritt 1. Menschen gehen davon aus, dass Surfen, Fernsehen, Zeitungslesen, Radiohören etwas mit den anderen machen. Mit ihrem Wissen, ihren Entscheidungen, ihren Gefühlen, ihrem Verhalten. In Kurzform, wir glauben, dass Medienangebote wirken. Daraus folgt Schritt 2. Wir tun alles, damit wir dort gut wegkommen. Wir selbst oder die Organisation, die uns bezahlt, die Idee, an die wir glauben, der Sport, den wir lieben. Als er Fußball in die Primetime wollte und damit auch in die Köpfe seiner Gegner, hat er sich Regeln gegeben, die Boxkämpfer auf dem Rasen ausschließen und stattdessen lange Ballstaffetten garantieren. Blutende Köpfe machen sich in UHD schlechter als das, was Toni Kroos, ein Fußballgott, zu bieten hat. Fernsehen war gestern. Das heißt, der Fußball läuft natürlich immer noch im Fernsehen und kassiert dafür einen Haufen Geld, der viel größer ist als alles, was Tickets, Sponsoren oder Bandenwerbung je einbringen könnten. Der Fußball muss heute aber auch auf den Plattformen funktionieren, 1 und 0. Dafür oder dagegen und nichts dazwischen. Und er muss mit der Politik heulen. Das hat er spätestens im Frühjahr 2020 gelernt, als das Volk Spiele brauchte und die Stadien wenigstens für Profis und Kamerateams geöffnet wurden. Auf Order von ganz oben und mit dem Segen der Bild-Zeitung. Auch dazu gibt es eine Dokumentation. Da die Gehälter nur im Ausnahmefall gekürzt wurden,
und die Ablösesummen eher weiter stiegen, darf man vermuten, dass auch Steuergelder geflossen sind. Anders ist kaum zu erklären, dass der Betrieb fortgeführt werden konnte, obwohl die Kunden zu Hause bleiben mussten und auch da viel weniger Lust auf das Kunstprodukt hatten, das ihnen da verkauft werden sollte. Geister nimmt der wahre Fan lieber aus der Flasche. Mit Sky habe ich spät angefangen. 2013, vielleicht auch erst 2014. Die Kinder waren aus dem Haus und ich brauchte etwas, was mich beim Arbeiten bremste. Ein paar Stunden, in denen ich ganz sicher nicht schreiben, lesen oder über einen Text nachdenken würde. Fußball wie früher. Sky war damals Fußball pur. Die Kameras entweder am Ball oder bei Experten, die etwas beizutragen hatten, weil sie sich auskannten und nicht einfach das nachplapperten, was die PR-Maschinen der Vereine lieferten. Thomas Berthold zum Beispiel, schon damals ein unabhängiger Geist. Der Wandel kam wie so oft schleichend. Wer jede Übertragung sieht, merkt nicht, wie sich die Dinge verschieben. In meiner Erinnerung fing es mit Fangesichtern an, die ich nicht brauche, mit Plakaten, die eher auf Demos gehören, mit Aktionen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, sich aber in die Bilder mogeln. Der Endpunkt ist vermutlich noch lange nicht erreicht. Klima, Ernährung, Inklusion. Manchmal sogar schon ein Stolperstern. Fast schon normal sind Trainer, die auf Pressekonferenzen vor der AfD warnen und ein Ehrenpräsident, der das sogar bei einer großen Trauerfeier tut, nachdem er vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Fernsehfußball ist heute nicht viel anders als die Tagesschau. Da schreibe ich dann doch lieber ein Buch. Bei der letzten EM vor 3 Jahren hat Deutschland über Engländer mit freiem Oberkörper diskutiert, über den Freedom Day, der dort plötzlich ausgerufen wurde, obwohl sich hierzulande manche noch nicht einmal mit FFP2 ins Stadion trauten, und über die Frage, ob die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben leuchten darf, wenn wir dort gegen Viktor Orbáns Kicker spielen. Es gab eine Bekenntnisorgie, ein Unentschieden, gegen Ungarn wohlgemerkt, einen Fußballzwerg und dann ein frühes Aus. Und diesmal? Schwer zu sagen. Ich schreibe diesen Text 2 Wochen vor dem ersten Pfiff. Es kann also sein, dass ich falsch liege. Trotzdem, ich glaube, dass die Moral diesmal Pause hat. Und zwar nicht nur, weil Lothar Matthäus das fordert. Der Verband hat Rudi Völler zurückgeholt, einen Kempen aus der Weißbier- und Kumpel-Ära, der gleich zum Amtsantritt ungefragt die rote Karte rausholte für Gender- und Klimakämpfer. Ich komme aus Hanau, sagte dieser Rudi, den es nur einmal gibt, der Stadt der Gebrüder Grimm. Da macht man nicht jeden Trend mit. Außerdem sei er ein halber Römer und könne sich ungefähr ausmalen, was den Klebern im Süden von Europa blühen würde. Mal schnell zwischendurch, ich habe es ja kürzlich schon mal erzählt. Vor 20 Jahren bin ich nach Frankfurt am Main gezogen. Und wenn man damals in die Kneipe ging, sich als Ostdeutscher zu verstehen gab, spätestens nach dem 2. Bier haben einem die Hessen mit schwerem Kopf erklärt, hier ist Frankfurt höchst, da ist der Kanack. Und Hanau, da ist auch der Kanack. Neu-Isenburg, da ist die Mafia. Stimmt, da haben wir gewohnt. Völler Adlatus Nagelsmann, der Trainer mit der Bildschönheit an seiner Seite, hat außerdem nicht nur den Influencer Mats Hummels zu Hause gelassen, sondern auch Leon Goretzka, in Katar einer der Mund-zu-Mund-Aktivisten und wie Hummels sportlich für jedes Team eine Verstärkung. Die Ampel braucht Euphorie und am besten den Pokal. Dafür dürfen die Kämpfe gegen Rechts, gegen Hitzetod und Putin-Trolle, gegen all die Verschwörungstheoretiker, die auch Manova nutzen, ruhig für ein paar Wochen ruhen. Schauen wir mal, pflegte Kaiser Franz zu sagen. So oder so, das Spiel neben dem Platz ist mindestens so interessant wie das, was auf dem Rasen passiert. Wenn Rudis Jungs dort ganz ohne Bekenntnisse den Titel holen, dann könnte das, wie schon oft in der deutschen Geschichte, für eine Zeitenwende stehen. Michael Mayen für Manova, eingesprochen von Apolut und meiner Wenigkeit, hier in der kleinen Audiodatei. Und für alle gebeutelten Hansa Rostock-Fans jetzt nochmal der historische Moment. Das Dossier. 29. Mai 1999, Bochum gegen Rostock, das Tor. Spannung pur im Ruhrstadion hier zu Bochum. Die Rostocker, die spielen jetzt Mann gegen Mann hinten in der Abwehr. Mittlerweile ist Yasser Radwan, der Libero des FC Hansa Rostock. Er setzt Hilmar Wallam, der nach vorne gegangen ist. Jetzt Oliver Nöbel, direkt Seite, völlig frei. Tor! 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 Slavomir Majak! Slavomir Majak! Er ist gerade eingewechselt worden, vor wenigen Augenblicken ins Spiel gekommen. Im Bemühen, nun alle Emotionen wieder in den Griff zu bekommen,
das Dossier der kleinen Audiodatei. Mensch, da machen wir doch auch mal Fußball. Am 2. Juli 2024, Dienstag, und im Schatten der WM erklärt Generalleutnant André Bodemann den Operationsplan Deutschland, ein Thema in der heutigen Audiodatei. Der Operationsplan Deutschland tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und wir werden einen schönen Satz hören: Deutschland ist noch nicht im Krieg, aber nicht mehr im Frieden, und umständliche Begründungen, die nichts aussagen, aber hundertprozentig belegen, dass wir uns im Krieg sehen, den Krieg wollen um jeden Preis und dass dieser Krieg nicht mehr in Ansätzen verhinderbar sein wird. Grundlage wird ein Beitrag sein von NTV. Zugeschickt hat ihn mir unser Hörer Hardy. Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Heute gebe ich das mit Dank zurück. Gut auch die Quelle NTV. Einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten, Kanye West. Der, so schreibt die Berliner Zeitung, besucht die Eröffnung der Fashion Week in Berlin. Er wurde bei einer Modenschau im Tempodrom gesichtet, was die sonst recht brauchbare Berliner Zeitung allerdings nicht berichtet und sich somit den Vorwurf der gezielten Desinformation ihrer Leser gefallen lassen muss. Gestern wurde Kanye West in Moskau gesichtet. Er soll seinen Geschäftspartner, Modedesigner Gosha Rubchinski, besucht haben als Privatgast. Vor seinem Zimmer im Luxushotel Four Seasons, nur wenige Meter vom Kreml entfernt, bildete sich eine Schar russischer Fans. Es waren so viele, dass eine Polizeisperre vor dem Hotel aufgestellt werden musste. Der Star selbst trat nicht in Erscheinung. Hip-Hop ist in Russland sehr weit entwickelt und sehr populär. Und an die Kollegen der Berliner Zeitung: Kanye West darf jetzt auch Kanye East genannt werden. Nicht nach Berlin kommen Pearl Jam, die Pioniere der Schlagergattung, die sich Grunge-Rock nennt, sagen ihre Deutschlandkonzerte ab ohne Ersatztermine. Angegeben werden gesundheitliche Gründe. An der Saale, hellem Strande, stehen Burgen stolz und kühl. An der Saale auch die Stadt Halle. Das Landgericht Halle verurteilt den AfD-Politiker Björn Höcke zu 16.900 Euro Strafe. Wieder wegen der Äußerung "Alles für Deutschland". Höcke selbst betrachtete das Verfahren als Farce, erwartete einen weiteren Schuldspruch. Ich würde von mir behaupten, mich sehr intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt zu haben, daraus auch die Motivation für diese tägliche Audiodatei ableiten. Die Schwierigkeiten um die Bezeichnung "Alles für Deutschland" waren mir nicht bekannt. Interessant auch Spiegel. Ein Gericht in Hamm hat jetzt festgestellt, der Hitlergruß wäre auch mit dem linken Arm strafbar. Tja, wenn aber der Gruß mit dem rechten ausgeführt wurde, wäre es ja keiner. Ich habe Grüße dieser Art vor allem in den letzten Jahren in der Ukraine wahrgenommen. Zum Teil auch in unseren Medien. Ich erinnere an einen Grand Prix, Eurovision Song Contest. Aber wenn zwei dasselbe tun, wie ist es dann eigentlich mit Begriffen wie Heil, Kräuter, Heil, Wasser, Heil, Legendamm und auch mit Erklärungen wie dieser von Annalena Baerbock im Rahmen einer Sicherheitskonferenz? Sie möchte die Ukraine noch stärker unterstützen. Zitat: "Wir werden unser Europa, und zwar jeden Quadratzentimeter unseres Europas und unserer Freiheit, verteidigen." Wie fast täglich muss ich auf die Verschwörungstheorie Globus hinweisen, auch wenn es langweilig wird. Es gibt nur ein Europa. In diesem Europa ist Russland der größte europäische Staat. Wenn Russland jetzt sich auf die Fahne schreibt, und das werden wir ab morgen hier in der kleinen Audiodatei hören, in Gestalt der Figur Wladimir Solowjow, die europäischen Werte verteidigen zu wollen, ist das zumindest insofern schlüssig, weil Russland der größte europäische Staat ist. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Angesichts der Tatsache, dass wir Deutschen über 27, nach manchen Schätzungen über 30 Millionen Sowjetmenschen umgebracht haben im Weltkrieg II, empfinde ich eine derartig salopp vorgebrachte Aussage, immerhin man kann für die Offenheit dankbar sein, sie ist ja auch schon 2 Jahre alt, als eine unbegrenzte Verharmlosung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Und das ist zumindest nach den Standards, die für mich mein ganzes Leben gegolten haben, rechtsextrem. Während diese Aussage: "Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland!" das hundertprozentige Gegenteil zum Ausdruck bringt, wie auch Egon Krenz. Russland hat Deutschland noch nie angegriffen, noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen. Kommen wir zum Operationsplan Deutschland, kommen wir zu Generalleutnant André Bodemann, mit dabei auch die NTV-Maus. Der Operationsplan Deutschland ist ein sehr konkretes Papier, im Gegensatz zur Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung, die sehr wichtig ist, aber auf der konzeptionellen Ebene ist.
sagt der Operationsplan schon sehr deutlich, was zu tun ist, wer das tun soll und wie man es tut, wenn es erforderlich ist. Und zwar aus Ableitung der aktuellen sicherheitspolitischen Lage. Was muss in Deutschland getan werden, um Deutschland zu schützen in Frieden, Krise und Krieg? Wen betrifft das genau? Also können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen? Also wen betrifft dieser Operationsplan Deutschland? Er betrifft uns alle, der Operationsplan Deutschland. Die Verteidigung Deutschlands ist eine Aufgabe, die übergreifend ist, als gesamtstaatlich wie gesamtgesellschaftlich. Also nach einem ganz konkreten Beispiel, Truppen der Amerikaner landen in Vlissingen in den Niederlanden, marschieren durch die Niederlande auf verschiedenen Wegen, über die Bahn, über Straße, über Autobahn oder Luftverladung über Flugplätze. Und dann müssen sie auch durch Deutschland durch und sie müssen versorgt werden. Jeder von uns macht auf der Autobahn eine Rast. Das machen eben auch die amerikanischen Konvois in diesem Fall. Wir nennen das Convoy Support Center. Und dort während der Rast werden sie versorgt mit Betriebsstoff, mit Verpflegung, mit Frischwasser und vielleicht auch mit der Notwendigkeit zur sanitätsdienstlichen Betreuung. Aber sie werden nicht versorgt von der Bundeswehr, sondern vom Zivilschutz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht gar nicht um Soldaten, sondern es geht um alle möglichen Personen. Genau, also es wäre natürlich sehr schön, wenn ich genügend Soldatinnen und Soldaten hätte, die genau diese Tätigkeiten ausführen würden zur Unterstützung unserer alliierten Partner in Deutschland. Aber ich gehe davon aus, dass die wesentlichen Teile der Bundeswehr, der aktiven Teile der Bundeswehr, sich dann entweder schon an der NATO-Ostflanke befindet oder auf dem Weg dorthin ist. Und das bedeutet, wir arbeiten mit dem Prinzip der maximalen zivilen Leistungserbringung. Wir bleiben wieder bei dem Beispiel des amerikanischen Konvois. Dieser wird dann eben nicht versorgt durch einen Betriebsstoff-Lkw der Bundeswehr, sondern durch einen Betriebsstoff-Lkw eines namhaften Betriebsstoffunternehmens in Deutschland. Die sanitätsdienstliche Versorgung würde nicht durch die Bundeswehr-Sanitäter erfolgen, sondern durch Malteser, Johanniter, durch das Deutsche Rote Kreuz. Und die Verpflegung kommt nicht von der Truppenküche der Bundeswehr, sondern durch einen zivilen Caterer, um hier ein paar Beispiele zu nennen. Also Ihre Aufgabe bei der Aufstellung dieses Operationsplanes Deutschland war eigentlich, mit all diesen Akteuren zu sprechen und das jetzt in einem Plan zu vereinen? Ja, wir haben insgesamt jetzt eine erste Iteration dieses Plans fertiggestellt und haben sie vor Ostern dem Generalinspekteur zur Billigung vorgelegt, der ihn auch gebilligt hat. Und der Plan tritt jetzt auch zum 01.01.25 in Kraft. Und dort haben wir mit 150 Menschen innerhalb der Bundeswehr, aber auch außerhalb der Bundeswehr, mit allen Ressorts, mit allen Ländern, die Länder spielen eine wesentliche Rolle, aber auch zum Teil mit den Blaulichtorganisationen und auch der Wirtschaft gesprochen. Wir haben in diesem Jahr 100 Tage in geheimen Räumen verbracht, wo wir diesen Plan entwickelt haben. Und rausgekommen ist ein Paket von etwa 1000 Seiten. Das zeigt auch schon die Komplexität dieses Themas, wo wir in einem ersten Entwurf niedergeschrieben haben, wie das funktionieren soll. Ich habe hier deutlich entnommen, US-amerikanische Truppen werden über deutsches Gebiet nach Osten transportiert. NATO-Truppen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR dürften gar nicht sein. Das hat man mir 1990 versprochen, was auch immer man den Russen versprochen hat. Ich habe auch das 2+4 Abkommen in dieser Hinsicht immer gelesen. Offensichtlich habe ich es missverstanden. Die NTV-Maus. Wofür brauchen wir den eigentlich? Also wir befinden uns ja nicht im Krieg. Wir befinden uns nicht im Krieg, formal juristisch nicht als Deutschland, das ist auch gut so, aber wir befinden uns nach meiner Auffassung schon lange nicht mehr im Frieden, weil wir täglich angegriffen werden. Wir befinden uns in einer Phase dazwischen. Nennen wir sie Grauzone, hybride Phase, wie auch immer. Gerade Hybrid passt ganz gut, weil wir insbesondere bedroht werden momentan schon durch hybride Angriffe. Ich nenne da immer vier verschiedene Dinge, die da passieren in Deutschland, und zwar jetzt schon. Das eine ist natürlich Desinformation und Fake News, was wir tagtäglich sehen, insbesondere natürlich in Social Media. Spätestens hier reicht es mir vollkommen. Sich auch mal die andere Seite anzuhören, ist Grundlage jedes politischen Diskurses. Wer das als Desinformation abtut, fordert politischen Analphabetismus und sagt indirekt auch, darum ging es ja bei der Darstellung, dass dieser Krieg gewollt ist und kommt. Morgen werden wir dazu den russischen Fernsehtalkmaster Wladimir Solovyov hören, nicht nur morgen, bis Freitag. Und ich werde heute russisches Fernsehen verfolgen und schauen, ob dieses Interview dort ausgewertet wird. Bin mir recht sicher, russische Politologen werden daraufhin ein hartes Durchgreifen fordern, aber das fordern diese schon seit längerem. Durchgegriffen seit längerer Zeit im Gazastreifen Benjamin Netanyahu, die Armee der Hamas wäre bald nicht mehr existent. Bericht
ORF, ein hochrangiger iranischer General, droht Israel mit Raketenangriffen. Die ARD-Tagesschau berichtet, Viktor Orban möchte Selenskyj in Kiew treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister ist in Washington. Russland hat die Behauptung von Donald Trump zurückgewiesen, er könne den Krieg binnen 24 Stunden beenden. Es erklärte sich UN-Botschafter Vasily Nebenzia in New York. Selenskyj gab der US-Zeitung The Philadelphia Inquirer ein Interview. Er ist enttäuscht, dass die USA die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen wollen. Der Inlandsgeheimdienst der Ukraine behauptet, einen versuchten Staatsstreich im Land verhindert zu haben. Mehrere Personen wurden festgenommen. Der SBU erklärte sich selbst. Der letzte, der ehemalige Präsidentenberater von Selenskyj, Arestowitsch. Zu Protokoll: 6 ukrainische Bataillone verweigerten unlängst den Kampfbefehl. Wolken und Regen heute, auch die nächsten Tage, zum Wochenende wird es wärmer und freundlicher. Ab kommende Woche wird es wieder sommerlich warm. Machabu, Alternative Music.